Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA für den Trainer Karin. Heute geht es gegen Feyenoord und in drei Folgen geht das internationale gegen die internationalen Spiele mit dem guten Südafrikaner los. Und ja, wir müssen mal hier den Josefsson für den Nasink und den Depay für den Boljevic. Boljevic war gar nicht gut in der letzten Folge. Wer die verpasst hat, kann die gerne schauen. Rikik machen wir rein. Boma machen wir rein. Wieschnalke machen wir rein. Unser Standard. Aber eines ändern wir. Wir machen nämlich eine 4-3-3 und zwar so kleine. So, kurz mal schauen, wie viel Uhr es ist. Okay. Ich will sagen. Ah ja, wir müssen sie von der Bank nehmen. Hoppa. So, wir machen wieder den rein, den Schachs. So. Und dann würde ich sagen, warten wir nicht so lange rum. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir müssen wieder mal das dritte Trikot nehmen. So, los geht's. Mal schauen, was Depay so für Freistöße schießen kann. Schießt er perfekt dahin. Und dann eine etwas seltsame Technik, aber die funktioniert auch ziemlich gut, meiner Meinung nach. Oh, schön von Depay. Ha, trifft er den Pfosten. Da trifft er. Jetzt sich nochmal den Pfosten perfekt. Und jetzt so. Ah, komm schon. Den bekommen wir gar nicht so. Wir können ja vielleicht so mal probieren. Nee, das geht nicht. Egal, wir haben es gepackt. Ah doch, wir haben noch eine Chance. So. Und den treffen wir sogar perfekt. Und dann haben wir danach das da geschafft. So, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt gemacht habe. Ich würde sagen, wir fangen einfach sofort an mit dem Spiel. Und ja. Es geht gegen, wie schon vorhin gesagt, ich weiß den Namen nicht mehr. Das ist hier richtig. Oh, oh, oh. Ich weiß gar nicht, wie viele da Platz hier auf der Tabelle sind. Können wir ja nachher, wenn ich dran erinnere, wenn ich mich dran erinnere. Mal schauen. Depay. Oh, wuff, oh. Der Ball. Der fliegt weit über das Tor. Den Ball bekommen wir, wie schnallt um, auf Depay. Oh, Depay läuft zurück. Abseits. Nee, kein Abseits. Foul. Den Ball kriegen wir auf jeden Fall. Oh. Das wird sehr gefährlich. Schön aber. Na los, schnell. Ich will auf Boma, auf Rekik, ne, auf Ijimak, der auf Willems, auf Rekik. Schönes Zusammenspiel unserer Truppe.
Komm da nicht dran. Schade. Schönes Zusammenspiel auf jeden Fall. So, probieren wir das nochmal. Oh, wo spielt der denn hin? Das heißt aufpassen und nicht den Gegner umhauen. Schön. Ah. So, ich wollte da auch noch mal auf Nummer sicher gehen. Komm, wie schnell du? So, Hühnchen mag. Der auf die Pay. Der sieht da den laufenden Lutscher, die er kriegt den Ball mit. Nee. Guardado mit dem Long Shot. Oh, gar nicht schlecht. Naja. Probieren wir den Ball zu bekommen, den bekommen wir auch, aber. Ja, auch nicht. Immer kriegt er den Ball nicht. Gefährlich. Aber kein Problem für uns. So. Erstmal auf Rechik. Ijemark. Oh, was verlassen wir erstmal wieder? Schön. Ah, ich glaube, da war durch die Beine. Aber der Schiri sieht das anders. So. Hier bildet sich erstmal schön den Ball. Der spielt auf Tipe. Oh, die ganze Seite ist frei. Und Tipe ist natürlich schnell, aber von Beak ist auch nicht gerade langsam. So. Oh, Tipe, viel zu weit nach hinten. Ich probiere manchmal ein bisschen etwas aus. Ja, schön Depay. Wieso sage ich immer noch Depay? Es ist Depay. So, Depay. Leider abgefischt. Aber hier ist noch nicht allzu schlechte Flanke hinbekommen. Das bekommen wir auch. Oh mein Gott. Machadia. Oh Mann. Der müsste eigentlich rein. Oh. Ja, den Ball holen wir uns schon. Oh nein. Halbzeit. Ja, gut. 0 zu 0 zur Halbzeit. Ich will sagen, wir sehen uns in der zweiten. So, zweite Halbzeit, wie schnell du geht ran und holt sich den Ball fast. Er will den Ball, er ist heiß. Die Depay ist genauso heiß. Wie schnell du. Okay, Williams hilft. So, jetzt hat er den Ball doch. Und macht einen frischen Roulette. Und was jetzt? Der Pass auf Nasik. Und wieder wie ich Naldum. Na, wenn das mal kein Foul war, ich wollte gerade sagen. Das gibt natürlich die gelbe Karte. Und mal schauen, ob wir mit Guardado was reißen. Oder Williams, wer hat denn bessere Werte? Ups. Ah, da bekommen die eine gelbe Karte. Ja, kurz hoch. Williams. Ja, okay, lass einfach mal den Guardado schießen. Oh mein Gott! Und es hat mich gelohnt. Guardado mit dem 1 zu 0.
schöner Freistoß. Das sind 25 Meter und der trifft perfekt. Perfekter Schuss, schön von Guardado. Okay. Mal schauen, was wir noch so gerissen bekommen. FIFA 15 neigt sich ja langsam, aber sicher dem Ende. Und keiner hat mehr so richtig Bock auf FIFA 15. Ich habe zwar noch Bock auf FIFA 15, die Trainerkarriere und insgesamt Karrieremodus, aber ich habe nicht mehr so Bock auf Ultimate Team, deshalb kommen auch keine Squad-Bälle und sowas mehr, weil alles sich dem Ende neigt. Aber ja, also ich werde auf jeden Fall Spielerkarriere auf für FIFA 16 machen und Trainerkarriere, da könnte ich auf jeden Fall mal freuen. Ich weiß noch nicht, mit wem ich Trainerkarriere mache. Ich glaube mit Manchester United, AC Mailand oder Monaco oder so ein Team, irgend sowas. Und das wird auf jeden Fall dann richtig viel Spaß machen. Ich mit PS4 macht natürlich auch Spaß, aber naja, es sind keine allzu starken Gegner. Und ja. Ich will nichts sagen, also mir macht, ich bin schon froh, dass ich PSV ausgewählt habe. Aber ja. Wir machen das, wir ziehen das hier jetzt durch bis zum Ende von FIFA 15. Das macht mir selber auch Spaß. Und ja. Josef Nasing vernascht hier gerade einer nach dem anderen. Oh shit, wäre da jetzt durchgekommen, das wäre auf jeden Fall ziemlich schön gewesen. Guardado kommt. So, wenn wir hier noch gleich mal den Ball bekommen würden, dann hätten wir vielleicht eine Chance, das Zeit nur zu schießen. Danke. So, jetzt haben wir die Pie. Das war kein Abseits. Aber trotzdem ist es nichts. Depay hat immer noch den Ball. Läuft in die Mitte. Schuss. Ah, yes. Josefsson macht es 2:0 in der 83. Minute. Aber schöne Vorarbeit von Depay. Das war Nasing. Was eigentlich die ganze Josefsson, Alter? So. Probieren wir natürlich den Ball zu bekommen. Machen das auch stark mit Guardado. Ja komm, mach's alleine, Guardado. Ich muss sie jetzt schießen, denn ansonsten würde er sich verletzen. Und das war nicht so super. Denn Guardado ist für mich ein recht wichtiger Spieler im zentralen Mittelfeld. Er ist mit Wijnaldum wirklich richtig stark. Und wir werden auch bald einen dritten richtig starken, wahrscheinlich mehr defensiveren oder vielleicht auch einen sehr offensiveren Mann bekommen würden, dann wäre das auf jeden Fall auch ziemlich fresh. Aber gut. Abseits. Gut. So, Depay. Depay, schöner Schuss. Aber mehr dann noch nicht. Und damit war es das auch von diesem Spiel und somit auch von dieser Folge. Guardado ist, glaube ich, Man of the Match geworden. So ist es. Und ja, wir können ja mal auf die Tabelle schauen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, schauen wir mal auf die Tabelle. Wir sind erster Platz, 2 Punkte vor Ajax. Ja, was soll ich sagen? Wir haben noch kein einziges Mal verloren. Das ist recht stark, finde ich. Top-Torjäger Guardado, dritter Platz. Johansen immer noch erster Platz.
Und da hinten 13. 14. Platz Lucadia und Depay. Und sonst noch De Jong. Und sonst nichts. Ja. Also, es hat mir auf jeden Fall wieder recht viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Und ja, wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann, haut rein und ciao.